Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Tour Life for Life von The Orsons in der Vinyl Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Vinylinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Vinyl findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Tour Life for Life von The Orsons, das Ganze am 17. Juli erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Vinyl aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist schon einige Wochen her, und zwar am 17. Juli, wie gesagt, erschien das Album Tour Life for Life. Die Vinyl hat leider etwas auf sich warten lassen. Die ist damals nicht zeitgleich mit dem Album-Release erschienen, sondern jetzt ein paar Wochen später, am 28. August. Ja, dementsprechend relativ spät das Unboxing dazu. So, als erstes machen wir mal die Folie ab. Schneiden hier ein. So, dann können wir die Folie wunderbar abziehen. Und so sieht das dann aus. Also wir haben hier so ein schwarz-rotes Cover. In der Mitte haben wir hier einen aufblasbaren, also es sieht auf jeden Fall aus wie so ein Gummitierchen für Kinder, das man irgendwie aufblasen kann. Einen, ja, Tourbus / Monster Truck, der auch oben noch irgendwie bewaffnet ist mit Raketen und Maschinengewehr. Ja, also relativ wild, was sich hier abspielt. Und dieser Tourbus Monster Truck rollt hier gerade über ein armes kleines Auto drüber. Ja, die Orsons sind auf Tour und nehmen dabei keine Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer. Die Orsons Tour Life for Life lesen wir hier komplett. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist, allerdings ist die hier quer angeordnet. So sieht das aus. Wir haben hier insgesamt 14 Tracks römisch durchnummeriert. 4 auf der A-Seite, 4 auf der B-Seite, 3 auf der C- und 3 auf der D-Seite. Barcode befindet sich hier unten. Auf der oberen Seite, allerdings auf dem Kopf stehend, so, jetzt ist es richtig, haben wir dann noch die Beteiligten, also die Labels. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So sieht das aus, wenn die Orsons auf Tour sind. Da geht die Post ab. Alle 4 Herrschaften hier in ihren wunderbaren Bühnenoutfits auf der Bühne. Bartek, Kars, Meckes und Tua. Damit nicht genug. Wir haben hier dann noch die Infos zu den einzelnen Tracks, also die Credits, wer hier jeweils beteiligt war. All das ist hier aufgelistet. Rechts ebenso. Alle 14 Tracks hier im Detail erfasst. Dann würde ich sagen, schauen wir mal ins Innenleben. Einmal. Sonst ist hier nichts drin. Und dann kommen wir zur zweiten Vinyl. Und hier ist auch nichts drin. Okay. So, das sind die Vinyls. Die kommen hier in bedruckten Papierhüllen, also in gedruckten Sleeves. Das ist Nummer 1. Sieht so aus. So ein verwischtes Bild dürfte auch hier ein Live-Auftritt gewesen sein. Ansonsten hier rundum so eine rosa-lilane, verschwommene Ansicht. Und auf der Rückseite auch wieder die Orsons zu sehen. Also einmal hier Bartek und einmal ist die Frage, entweder Tua oder Kars, der hier sein Gesicht verdeckt. Ja, die Vinyl an sich kommt dann hier in einem wunderbaren, transparenten lila-pink. Die Orsons Tour Life for Life. A-Seite, die Rückseite, die B-Seite. Dann packen wir die Vinyl wieder zurück. Schauen wir mal, ob hier vielleicht noch was drin ist. Nein. Ja, was mit etwas abgeht, ist entweder eine CD oder ein Download-Code, aber ist hier scheinbar nicht dabei. Dann haben wir hier Meckes beim Stage-Diving. Also hier gerade das Bad in der Menge inklusive Bier. Und auf der Rückseite haben wir dann kein Foto mehr, sondern nochmal die gesamten Lyrics abgedruckt. Also, sehr kleine Schrift, aber jeder Track hier Wort für Wort abgetippt. Und wir lesen hier noch, wir danken dem Tour Life und allen, die es mit uns leben. So, dann machen wir auch hier mal die Vinyl raus. Und die ist ebenfalls wieder in dieser transparenten Optik. Allerdings hier ein eher rötlicher Ton. Und auf der Rückseite natürlich die D-Seite. So, das war's soweit.
Wir packen die Vinyl wieder zurück in die Hülle. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Vinyl Edition befindet. Die beiden eben gezeigten Vinyls, A, B, C und D-Seite mit insgesamt 14 Tracks. Und die kommen hier in diesen bedruckten Vinylhüllen. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Vinyl Edition. Tour Life for Life von The Orsons. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Vinyl? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr The Orsons unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.